Für den HDR50 oder TR50 gibt es etwas Neues, und zwar einen Aufsatz, den du auf den Lauf draufsteckst. Und was bedeutet das? Du hast CO2-Druck und kannst dann in dieser Art und Weise... Ich finde das total klasse. Es ist auch überhaupt kein Thema, das ist waffenrechtlich kein Thema, weil es ist einfach ein Paintball-Revolver, der einfach ein bisschen eine Laufverlängerung hat. 7,5 Joule und 11 Joule kompatibel, ohne Probleme. Wenn dich interessiert, wie das funktioniert, wie einfach du das auf deinen bestehenden HDR draufbauen kannst und sowas und überhaupt, dann würde ich sagen, bleib dran! Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. HDR 50, TR 50, Paintball Revolver 50, dieses Teil hier, das kennen wir, das ist dieses nette Ding hier. Und es gibt einen Aufsatz, den ich da jetzt gleich vorstelle, den du da drauf bauen kannst. Du siehst hier jetzt aktuell auch Zubehör aus der René Rossmann Werkstatt, das heißt, das sind hier unterschiedliche Halterungen für Lampe Laser oder Container, hier einen Aufsatz für Picatinny-Schiene, hier dieses Teil hier, damit man ja die Trommel schnell auswechseln kann. Das ist Zubehör, auch das zeige ich dir dann noch, und ja, ich würde ganz einfach anfangen beim Umarex TR50, und zwar den Aufsatz. So wird das ganze Teil hier geliefert, so schaut das Ganze hier aus, ja. Und ich habe mich versichert, ja. Also Umarex hat mir bestätigt, beim 7,5er und auch beim 11 Joule Revolver wird die Leistung dadurch nicht erhöht. Also das kommt dann jetzt nicht mehr Joule raus, sondern du hast einfach die Möglichkeit, jetzt dann noch zusätzlich Ausrüstung drauf zu geben. Es schaut cool aus, und ich habe das Gefühl, dass auch die Präzision etwas besser wird. Warum? Weil natürlich in diesem Lauf die Kugel, ich habe jetzt hier mit Kreidekugeln geschossen, und das wird bei Farbkugeln oder bei Rubberballs oder was auch immer man verwenden will oder darf. Sowieso, ich habe einfach mehr Präzision, das ist sozusagen der Punkt dabei. Und es ist ziemlich simpel, das Ding wird hier aufgeschoben, ja, so wird das aufgeschoben, und dann hier mit einer Schraube befestigt. Es ist auch alles im Lieferumfang mit dabei, das ist diese lange Schraube hier, die wird da durchgesetzt, dann hier hinten die Gegenmutter eingesetzt. Und dann hier mit dem Imbus, der auch natürlich mit dabei ist, festgeschraubt. Ja, schon ordentlich anziehen, aber jetzt nicht so, dass das am anderen Ende vom Kunststoff wieder rauskommt, beziehungsweise du dir das Ganze abnudelst. So, das passt. Und jetzt sitzt das Ganze auch fix fest zusammen. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, hier zwei seitliche Picatinny-Schienen zu montieren. Das sind die zwei Teile, auch die sind im Lieferumfang dabei. Hier hast du eine kleine Öffnung, das setzt du hier ein. Ja, auf beiden Seiten, und dann mit den mitgelieferten Schrauben festmachen. Auch hier beide Schrauben so festziehen, dass das Ganze hält und nicht mehr wackelt. Dann vielleicht noch ein Stückchen dazu und die Sache passt. Ja, so schaut das Ganze jetzt im Standard-Lieferumfang aus. Es gibt hier die Möglichkeit, diesen Gewindeschutz, ja, abzunehmen. Dann hast du eben hier ein liebes kleines Gewinde. Da ist auch da so ein O-Ring mit dabei, habe ich mir erklären lassen. Der ist dazu da, um zum Beispiel dieses Teil, beziehungsweise es gibt auch so einen Tracer. Das, wenn du Kugeln hast, die fluoreszierende Einlagen haben, dann wird sozusagen diese Kugel beleuchtet, und dann kann man auch bei Nacht schießen, so wie Leuchtspurmunition, ja, sozusagen Spielerei fürs Paintball eben. Aber man kann auch dieses Teil hier drauf schrauben, und da ist eben dieser Kunststoff-O-Ring notwendig, damit das dann auch festhält. Das ist sozusagen auch noch einmal so eine Mündungsbremse, schaut auch noch einmal irrsinnig cool aus. Und jetzt könnte man zum Beispiel so mit dem Teil schießen, ja, wird halt dann doch relativ schwer, wobei so schwer ist es auch nicht. Dieses Teil hier, das ist aus Aluminium oder irgendein Metall, also Stahl, auch aufpassen, also das ist auch scharf, also bitte vorsichtig hantieren. Das macht das Ganze schon etwas schwer. So kann man jetzt mit einer Hand auch schießen, da ist überhaupt kein Thema. Aber das hat doch einiges an Gewicht. Und ich bin der Meinung, dass man, wenn man diesen Mündungsbremsen, Metall, Massivteil da drauf schraubt, dass man dann auf etwas achten muss. Und zwar, ich bin der Meinung, dass man dann diesen Griff braucht. Was heißt das? Ich habe jetzt hier bei dem dieses Teil hier runtergenommen. Also ich habe keinen Aufsatz, ich habe auch kein Gewinde drauf. Ja. Einfach so zum Testen und zum Anschauen. Ja. Kann man aber so oder so machen. Punkt ist, ich bin wirklich der Meinung, dass man jetzt hier mit dem noch einmal deutlich mehr Präzision hinbekommt, wenn man so schießen wird. Ja. Besonders wenn das Metallteil drauf ist. Was ist das? Das hier ist hier ein Aufsatz. Da hast du zwei Öffnungen, die können dazu benutzt werden, um entweder zwei 12 Gramm CO2-Kapseln hier festzumachen,
Ja? Das heißt, das schraubst du dann fest und dann hast du die, die kannst du aber trotz alledem rausziehen. Da setzt du da den Schrauben mit dazu an und dann hast du die sozusagen als Ersatz mit dabei. Oder du kannst hier Lampe oder Laser montieren, sofern das bei dir erlaubt ist. Oder wir haben auch eigene Container. Und zwar zum Beispiel dieses Teil hier. Wir haben das aus dem Armbrustbereich, zum Beispiel als Wachscontainer. Wir haben aber auch Container, die deutlich größer sind. Auch das wird hier eingeschoben. Du kannst das entweder so handhaben, dass man das immer wieder rauskriegt. Oder du schraubst es hier fest und dann sitzt das bombenfest. Dieser Schraubverschluss mit dabei. Also alles das ist modular, damit du einfach die Möglichkeit hast, das so anzupassen, wie du es brauchst. Das hier wird hier unten auf die Picatinny-Schiene draufgeschraubt. Wie gesagt, kommt aus der Reine-Rossmann-Werkstatt, Made in Austria, haben wir uns selbst überlegt und hat auch den ganz großen Vorteil, das wirst du hier sehen, dass wenn du wirklich Lampe oder Laser einsetzen willst, dass das genau an der Stelle da ist. Also du kannst hier ein- und ausschalten auf beiden Seiten und das ist schon ein Vorteil. Und passt auch auf den TA50 klassisch rauf, ob 7,5 oder 11 Joule spielt keine Rolle, auch auf den TA68 und auf all die ganzen Geschichten. Das heißt, auch das ist kein Thema, wenn du jetzt die kleinere Variante hier montieren willst. Hier oben haben wir uns diesen Aufsatz überlegt, den setzt du hier oben drauf und der wird in dieses, ich weiß nicht, M-Lock oder wie diese Struktur heißt, eingesetzt. Was heißt das konkret? Der passt genau da drauf und dann sind da Löcher. Hallo, guck, guck, guck. Und mit den Schrauben, die da durchpassen, setzt du das dann auf und hast hier vorne auch noch einmal eine Picatinny-Schiene und auch, wie du hier jetzt vielleicht sehen kannst, guck, guck. Das ist so. Wir haben das durchgängig gemacht, damit man hier auch, wenn man jetzt keinen Leuchtpunktvisier montieren mag, was man tun kann natürlich jetzt hier an der Stelle, aber das im Endeffekt nicht mag, hat man hier trotz alledem eine Notvisierung. Man muss fair bleiben. Umarex hat ohnehin nachgedacht, denn Kimme und Korn ist trotz alledem sichtbar, auch über diesen, ja, über diesen Extender hier. Du könntest auch hier ein Leuchtpunktvisier drauf geben. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es cooler ist, wenn das Leuchtpunktvisier etwas weiter weg ist, aufgrund der Ziellinien-Thematik, aber das musst du natürlich für dich selbst entscheiden. Und auch das haben wir mit ins Sortiment gebracht für diesen Extender. Und für die seitlichen Picatinny-Schienen haben wir ein sogenanntes Multimount, so nennen wir das. Das ist hier so ein kleines System, so ein kleines Kasterl, das drauf gemacht wird. Das passt genau auf die Picatinny-Schiene drauf, wird festgemacht, auch festgeschraubt und dann hast du die Möglichkeit zu montieren, was du willst. Zum Beispiel unseren Trommelhalter. Auch das alles, was ich da zeige, machen wir hier in der Reine-Rossmann-Werkstatt. Das heißt, du kannst hier eine 50er Trommel mit als Ersatz haben. Ich finde das sehr, sehr praktisch. Das geht auf beiden Seiten. Das heißt, du könntest jetzt zwei Trommeln mit haben. Übrigens, dieser Trommelhalter, den kannst du auch auf einen Techlock geben und hier seitlich montieren oder einfach in der Tasche halten. Ich habe jetzt hier das auch für den TR68 und kannst im Endeffekt dann im Hosensack haben und rausnehmen, weil man hat sonst das Thema, wenn du das jetzt standardmäßig transportierst, diese Teile, das ist jetzt egal, bei dem 68er ist es vielleicht noch ein bisschen extremer als bei dem 50er, dass dir diese Kugeln da rausfallen können, dass sich die hin und her bewegen und mit dem hier kann das nicht mehr passieren. Sie bewegen sich zwar noch immer hin und her, aber sie können nicht rausfallen. Auch das kannst du hier jetzt seitlich montieren, aber Multimount, du könntest da auch theoretisch ein Messer drauf machen oder andere Ausrüstung, die du da jetzt drauf montieren willst. Ich meine, ein Messer da jetzt auf dem Ding ist halt die Frage, ob das gescheit ist, aber egal. Wir haben auch übrigens für diese CO2-Kapseln hier Aufsätze, die man da reinschieben kann. Also du kannst dich jetzt komplett austoben und hast dann einen Paintball-Revolver, den TR50 hier. Wie gesagt, egal ob 7,5 oder eben die 11 Joule. Ja, manche motzen das ja auch auf, wie ich gesehen habe, in gewissen Foren kann man das immer wieder lesen, CO2 sozusagen, dass man das dann noch einmal aufmotzt, aber die gehen wirklich da rein in das System und das würde auch die Garantie und Gewährleistung ist komplett weg dann. Wir sehen das übrigens auch, also wir haben dann immer wieder das Thema, dass dann Gas rauskommt und dass die Ventile angeschraubt sind, also bitte, bitte, liebe Leute, weil auch da immer wieder die Frage kommt, bitte das nicht machen. Die 7,5 Joule, ja, achso, da ist jetzt nichts drin. Die 7,5 Joule und auch die 11 Joule sind lustig und spaßig genug, um diese Kugeln da jetzt durch die Gegend flitzen zu lassen. Also bitte das lassen. Jetzt ist kein Druck mehr drin. Dann lassen wir da aus. Das ist wichtig, dass hier ausgelassen wird, dann geht oft dieses Teil auch nicht auf. Da ist dann ein Imbusschlüssel mit dabei, um das Ganze zu öffnen.
ich kriege das jetzt mal von Hand auf, aber manchmal geht auch das nicht, besonders wenn dann noch Druck drauf ist. Ich sehe dann häufig, dass Leute versuchen, das mit einem Schraubenschlüssel aufzumachen. Einfach hier versuchen, so viel wie möglich an Energie rauszukriegen oder eben mit dem Inbus aufzumachen, weil sonst ist das irgendwie unlustig. Kapsel wechseln. Und da ist es natürlich jetzt wirklich cool, wenn du dieses Teil da von da rauspopst, beziehungsweise von hier, von der Halterung, einen neuen einsetzt, wenn da nicht alles runterfällt. Hier wieder anschraubst bis zum Anschlag, diesen hier machst, dann passiert das. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder umfalle, weil da liegt ein Stück Holz, das ich gerade bei einem Messertest ausprobiert habe und wieder und wieder loslegen. Jetzt lass uns noch was ausprobieren. Ich habe das noch nicht getestet und zwar wirklich einhändiges Schießen mit diesem Teil. Ja? Und ich habe jetzt hier auch diesen Aufsatz mit drauf und geht natürlich auch. Ja? geht auch super, ist überhaupt kein Thema. Ich habe halt einfach das Gefühl und das ist auch, warum wir das ganze Zubehör auch damit gemacht haben. Du verwandelst dann deinen Paintball-Revolver in einen kleinen Karabiner mit unterschiedlichsten Funktionalitäten, die du dann noch dabei hast. Und jetzt hier das Schießen. Macht noch einmal, meiner Meinung nach, noch einmal mehr Spaß. Ich muss mich daran gewöhnen, dass der sechs Schuss hat. Ich schieße nämlich jetzt in der letzten Zeit sehr viel mit dem TX68, das ist dieses Bump-Action-Teil und das hat einfach mehr Kapazität, aber sei es drum. Auf jeden Fall lustiges, spaßiges Teilchen mit diesem Extender, den sie jetzt, wie gesagt, das ist alles billige Eigenwerbung, hier habe ich das schon erwähnt. Die Teile kriegst du natürlich bei uns im Shop, du kriegst den TR50 in 11 oder 7,5 Joule, du kriegst den in Grau bzw. eben in Schwarz, du kriegst dieses ganze Zubehör, das wir selber herstellen, natürlich auch den Extender von Umarex. Und ganz klar, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst in der Rheine-Rossmann-Werkstatt, wir haben da noch einiges vor, wir tun da sehr viel für Armbrust, für Luftgewehr, auch für Messerzubehör, EDC-Zubehör. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, holst du so ein Teil. Das würde mich sehr freuen. Viel Spaß beim Paintballen, aber immer aufpassen. Bis dann, ciao, ciao.